Hallo ihr Lieben, hier zu Gran Turismo 7, heute mit dem Subaru WRX STI Typ S aus dem Jahre 2014. So sind die Einstellungen, mit denen ich jetzt erstmal ins Rennen gehe. Sind hier noch nicht alle Teile eingebaut. Da fehlt noch ein bisschen was. Das ist aber auch nicht schlimm, für die Allrad-Herausforderung sollte es reichen. Drei Rennen. Denke mal, zwei Plays werden es werden. Mal schauen. Und dann geht es auch schon los hier in Trial Mountain Circle. Zwei Runden. Ein schöner Sound. Ich bin gespannt, wie er sich fährt. Power hat er erstmal, würde ich sagen, ein bisschen. Wobei das jetzt natürlich auch nicht eines der schwersten Rennen ist. Geil an. Fährt sich erstmal gut. Keine großen Rutscher oder sowas. Passt so weit. Muss man natürlich nicht hier fahren, diese Allradstrecken. Also zumindest jetzt nicht mehr. Aber sie bringen Abwechslung rein, deswegen fahre ich die ganz gerne mal mit einem passenden Auto, weil ich dann einfach mal nicht so voll tune.
Sehr schön. Fehlerfreies Rennen. Habe mich gerade über die 30.000 gewonnen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist, glaube ich, das erste Mal auf der Strecke. Von so einem sauberen Rennen muss ich euch dann natürlich das Replay zeigen. Ich nehme aber mal eine andere Sicht. Nicht schön von innen. So ist mal ganz nett. Ja, viel Spaß und dann geht es gleich weiter mit dem zweiten. Bis gleich. Fein, fein. Mal schauen, ob ich jetzt die zweite Rennstrecke
auf einem Pfindel. Waren, glaube ich, Mann, Panorama und Futti. Bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. So, das stimmt schon mal. Genießen wir die Aussicht. Habe ich ihn doch ein bisschen mitgenommen? Verdammt. Also jetzt genau die richtige Stelle. Denn hier einfach so.
Sehr schön. So, dann geht es jetzt gleich zum dritten Rennen. Na, jetzt spawnt mich der Seiauge gerade mit Bildern zu. Hier auf der PlayStation. Ich glaube, eine davon war es. Da, Kyoto, nicht Fuji, wie ich gesagt habe. Kyoto! Auch zwei Rennen. Dann wollen wir mal. Dann gibt es hier nochmal ein Replay. Jetzt gewesen. Ich war ein bisschen lange auf dem Gas. Das war es auf jeden Fall mit der fehlerfreien Runde. Oh, das bringt mich jetzt ehrlich geradezu hier. Das lenkt mich ein bisschen ab. Feine Sache. Cooles Auto.
Ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit dem Replay. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zugucken. Ich freue mich aufs nächste Rennen und sage bis dahin, bye bye.